Ich möchte mit dir heute über das tausendjährige Reich sprechen und ein bisschen drumrum Ja, und äh, mir ist sehr wichtig, gleich zu Anfang zu sagen, was ich dir jetzt gleich weitergeben werde, ist ein Lehrsystem, nur eins, eine Art diese Dinge zu sehen, eine Art, wie das in der Christenheit für ja mehrere Jahrhunderte sehr sehr weit verbreitet war, äh, aber im Grunde genommen dann heute nicht mehr thematisiert wird. Ja, es ist eine Art, wie man biblische Zusammenhänge erklären kann. Und äh, ja, vielleicht ist es hilfreich für dich. Vielleicht sagst du auch, also nee, das ist jetzt nichts. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist nur Lehre. Es ist nicht das Evangelium. Es ist nicht heilsnotwendig. Du musst das nicht glauben, was heute kommt, um gerettet zu sein. Ja, du musst das also bitte wirklich richtig einordnen. Denn ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast. Es gibt ja sagenhaft viele Leute, Dienste, Bewegungen, die berechnen die Wiederkunft des Herrn. Also es gibt schon Tausende von Terminen, wo der Herr hätte wiederkommen sollen. Auch Luther hat während seines Lebens zwei, dreimal die Wiederkunft des Herrn berechnet. Und das ist in keiner Weise unsere Absicht. Denn. Die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus selbst in Matthäus und Markus, von jenem Tag aber und jener Stunde, nämlich wenn er wiederkommt, weiß niemand. Auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Okay, das ist etwas, was wir einfach verstehen müssen. Also von daher keine Spekulation und absolut Vorsicht geboten. Dennoch möchte ich mit dir darüber sprechen, weil ich hatte den Eindruck, dass es gut ist, über dieses tausendjährige Reich zu sprechen, das zu beleuchten. Was ist das überhaupt? Woher kommt das überhaupt? Was steckt da dahinter? Ja, okay. Bevor ich damit anfange, aber möchte ich mit dir über die Zahl sieben sprechen. Sieben. Also einfach von der Bedeutung her. Ich werde da jetzt nicht ganz tief einsteigen, aber einfach so ein paar dinge die bei der sieben wichtig sind sieben steht für etwas was komplett ist ein abschluss etwas ganzes eine vollkommene einheit sieben ist also eine runde sache ist fertig ne? acht steht dann immer wieder für neuanfang so es ist eine zahl ähm, da geht es um göttliche ruhe logischerweise schabbat ne? für mensch für auch das land also die nation für die Na Natur, ja das ganze Universum. Sieben ist, das wissen wir, eine heilige Zahl und äh, ja, sie bedeutet Perfektion, Vollkommenheit, Vollständigkeit, Frieden, Ruhe und Fülle. Okay, wenn wir näher gucken, finden wir das Schawottfest, fest Pfingsten. Das ist das Wochenfest. Das ist nach siebenmal Mal sieben Wochen. An dem darauffolgenden Tag findet das statt. Ja. Ähm, der siebte Monat in dem biblischen Kalender ist der Festmonat. Tischri gilt als heilig. In diesem Monat werden die drei Herbstfeste gefeiert. Laubhüttenfest wiederum dauert sieben Tage. Ja, die Passawoche sind natürlich auch sieben Tage. So, dann kennst du natürlich den siebenarmigen Leuchter, die Menorah, ja, ein Symbol für Israel und für das Judentum. Jüdische Menschen früher trauerten sieben Tage. Beim Tod eines nahen Verwandten, ja, dann beim Opfer gab es mehrfach die Situation, dass der Priester siebenmal dieses Blut an, die, an den Altar sprengen musste, ja, um da Sühnung zu vollziehen. Es werden auch manchmal sieben Tiere geopfert. Ja, da gibt es also mit dieser sieben gibt es eine Fülle von Dingen, die wir schon im Alten Testament finden. Und dann natürlich äh, im Vaterunser gibt es sieben Bitten. Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und der absolute Kick ist dann natürlich die Offenbarung. Da gibt es eine Fülle von sieben der Gruppen, weil die Offenbarung geht eben um den Abschluss, um die Vollendung. Dann, wenn das ganze Ding im Grunde genommen in die Vollkommenheit führt. Also, da wird mehr als 50 Mal in dem Buch wird die Sieben erwähnt. Die sieben Geister Gottes, die sieben Sterne, sieben goldene Leuchter, sieben gemeinden sieben sendschreiben sieben feuerfackeln sieben siegel sieben hörner und augen des lammes sieben posaunen und sieben zornesschalen sieben engel sieben donner sieben plagen also das ist wirklich etwas was natürlich extrem auffallend ist das heißt hier geht es um ende vollendung abschluss ne? sieben so sieben ist also etwas was uns heute noch ein bisschen beschäftigen wird und jetzt ich die Tafel. Die brauchen wir nämlich heute. So, jetzt sind die schönen Blumen verdeckt. Heute geht es nämlich mal wieder um die Tafel und das habe ich mir hier oben schön für dich aufgemalt. Das gucken wir uns dann gleich alles noch an, was das ist mit dieser 7 und dem, was dahinter steckt. Allgemein bekannt dürfte sein, dass die Woche sieben Tage hat, ne? das gehe ich mal davon aus, dass das jeder weiß. Sieben Tage, und der siebte Tag ist der Ruhetag, das ist der äh, Feiertag, der Schabbat. Ja? Genauso ist es, gemäß dem mosaischen Gesetz, mit dem siebten Jahr. Das siebte Jahr, das Schabbat oder Schmitterjahr, ja, ist ein besonderes Jahr, wo auch Ruhe ist, und zwar beispielsweise Ruhe für das Land. Das Land darf nicht bebaut werden, das Land darf nicht, äh, äh, muss also brach liegen, wird weder geflügt, noch gesät noch geerntet und so weiter. Also es ist ganz besonders, ja. Es ist eine Zeit, dieses Schmitterjahr, wo es von den Schulden finanziell äh, auf Null geht, Schulden erlassen werden und so weiter. Eine besondere Zeit, wie so ein Neuanfang, ja, äh, um das Wort mal zu gebrauchen, ein Reset. Gut. Und das ist eben bei äh, dem, der Woche. Und bei den Jahren. Ja, da ist das im Grunde genommen, findest du das gleiche Muster. Jetzt schauen wir uns das mal an. Im Judentum die Bezeichnung von den Tagen. Ja, ähm, bei uns haben wir halt Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ne? haben alle so ihre Bedeutung, wo die herkommen. Sehr stark aus dem Heidentum. Ne? Aber im Judentum ist das anders. Der erste Tag heißt Yom Rishon. Jom Rishon, ich schreibe das mal hier oben hin, nein, also nur in Kurzform, das heißt, erster Tag. Okay, erster Tag. Yom Sheni, zweiter Tag. Cool, hä? Jom Schlichi, dritter Tag. Du hast es gewusst, stimmt. Muss ich mich ja hier richtig konzentrieren. Jom Revi, vierter Tag. Jom Kamishi, fünfter Tag. Jom Shishi, sechster Tag. Und dann Ruhe, Shabbat. Der Schabbat. Schabbat heißt Ruhe, aufhören, zum Ende kommen. Ja? Also Schluss. Das heißt, wir haben hier von den Tagen her 1, 2, 3, 4, 5, 6, Schabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ruhe. Eine besondere Zeit. Ganz interessant. Und jetzt ist es so, dass man also im Judentum, und das wurde von den Christen später aufgenommen, schon sehr, sehr früh, Moment. Das Zeitalter der Welt, die Dauer der Welt, die Dauer der Schöpfung auf 7000 Jahre festgelegt hat. Ich werde da gleich noch ein paar Beispiele bringen. So, gemäß rabbinischer Überlieferung ist es so, dass das siebte Jahrtausend nach der Erschaffung Adams äh, etwas Besonderes ist. Da ist im gesamten Universum Ruhe, da ist im gesamten Universum Frieden. Und dieses besondere, Zeit, dieses besondere Zeitalter, das ist das Millennium. Das Millennium ist dieses tausendjährige Reich, dieses Shabbat-Jahrtausend. Ja, die gesamte Schöpfung kommt also für einen Zeitraum von tausend Jahren in die Ruhe Gottes hinein, nämlich das tausendjährige messianische Reich. Schauen wir uns gleich noch ein bisschen detaillierter an. Und dieser Gedanke mit diesen Wochentagen... Und diesen tausend Jahren, den finden wir auch einmal im Alten und einmal im Neuen Testament, beispielsweise im Psalm 90, Vers 4. Da heißt es: Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wacht, Wache in der Nacht. Tausend Jahre sind wie ein Tag, heißt es dort. Dann finden wir 2. Petrus, ähm. Das ist 3, äh, Vers 8 im Wesentlichen. Und das ist eine Stelle, die ist in einen sehr ernsten Kontext eingebettet. Also da heißt es beispielsweise in Vers 3 bis 4, 2. Petrus 3, Vers 3 bis 4, bis dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden. Das haben wir schon gemerkt, ne? Die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, nämlich des Messias, ja? Der doch wo bleibt er denn? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und dann in Vers 8 heißt es: Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. So, das ist eine sehr, sehr präzise biblische Information. Tausend Jahre wie ein Tag. Weißt du, früher, wenn ich drüber nachdenke, äh, Jugendkreis und sonst was, da hieß es, naja, Zeit ist für Gott unrelevant. Heißt nur, äh, ist egal, ob lange Zeit, kurze Zeit, ist für Gott unrelevant, der ist in der Ewigkeit. Zeit hat für ihn keine Bedeutung. Du weißt, du, was da steht da nicht. Da steht nicht, 500 Jahre sind wie zwei Wochen oder irgendwie was. Da steht 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und das Ganze auch noch andersrum. Das heißt, das ist eine sehr präzise Information. Und es gibt Leute, die tun biblische Aussagen auf die Goldwaage leben und hier bei dieser Aussage ist es dann so beliebig. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube nicht, dass für Gott Zeiträume unrelevant sind, ganz im Gegenteil. Sondern, dass er ein Gott ist, der in Zeiträumen arbeitet und handelt. Ja? Wie oft lesen wir in der Bibel, als die Zeit erfüllt war. Ja? Und in den Sprüchen findest du immer wieder die Aussage, alles hat seine Zeit. Ein jüdischer Rabbi aus dem dritten Jahrhundert, drittes Jahrhundert, Rabbi Katina, hat Folgendes gesagt. Gleich wie in jedem Jahr siebent das siebente Jahr, also das Schabbatjahr, ein Feierjahr ist, so wird auch die Welt im siebentausendsten Jahr ein Jahrtausend lang Raste. Und dann gibt es einen Propheten namens Eliahu, der auch da um die Zeit rum äh, aktiv war, der mit einem äh, Rabbi namens Jehuda, Raph Jehuda, zusammengearbeitet hat. Und äh, dieser hat tatsächlich Folgendes äh, gesagt: das ist sehr interessant für uns. 6000 Jahre zählt die Welt. Davon sind 2000 Jahre Wirnis, 2000 Jahre Weisung, 2000 Jahre messianisches Zeitalter. Ja, die Aussage hat echt für uns als Christen eine außerordentlich interessante äh, Stärke. Das heißt, die ersten 2000 Jahre sind Wirnis. Das ist die Zeit, wo ähm, die Sinnflut ist, ja, wo der Turm zu Babel ist und so weiter. Ja, in dieser Zeit. Also nehmen wir mal hier, das jetzt mal hier übertragen. Also du siehst ja, wir, ich erkläre das alles noch, wir haben hier Jahr 1000, 2000, 3000 und so weiter bis 7000, analog zu dieser Woche, hier schon mal aufgemalt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, was das alles ist, kommt später, ja, vom über das Jahr 1000 bis zum Jahr 2000, von der Schöpfung bis zum Jahr 2000, sagen wir also mal hier, dieser Zeitraum, ja, da hat dieser Rabbi gesagt, das ist Wirrnis. Schönes Wort, ne? Wirrnis. Eine Zeit von Wirrnis, von Verwirrung, von Konfusion, von irgendwie Sachen, die, ähm, komisch laufen. Dann die nächsten 2000 Jahre, sagt er, das ist eine Zeit der Weisung. Weisung. Was meint er damit? Das war, wie wir gleich hinterher sehen werden, die Zeit, wo Abraham berufen worden ist, wo das Gesetz gegeben worden ist, wo die Stiftshütte war, wo der Herr sich gezeigt hat, wo der Tempel gebaut worden ist und so weiter. Weisung von Gott. Also wo diese Verwirrung, diese Konfusion, ja, die über der ganzen Schöpfung war, durch die Gabe vom Gesetz und durch die Berufung von Abraham und die Entstehung des Volkes Gottes eben anders war. Hier gab es als... Hauptüberschrift eben die Weisung. Und dann sagt dieser Rabbi, und das ist für uns natürlich extrem interessant, dass die darauf folgenden äh, 2000 Jahre das messianische Zeitalter sind. Wie gesagt, ich erkläre das alles noch. Die Aussage ist bemerkenswert aus jüdischer Sicht. Und wie gesagt, im dritten Jahrhundert. Das heißt, die ist hier etwa um den Zeitpunkt auf dieser Zeitachse gegeben worden. Ja, gut. Dann gibt es natürlich noch eine ebenfalls. Interessante Lehre, die sich auf 1. Mose 6, Vers 3 bezieht. Ich habe gelesen, dass dort in dieser Bibelstelle, wo es heißt, dass Gott sagt, das Alter des Menschen ist 120 Jahre, dass dort jemand das ausgearbeitet hat und hat gesagt, naja, die Worte, die da stehen, kann man genauso gut anders lesen. Ja, die kannst du genauso gut so verstehen, das Alter der Menschheit sind 120 Jahre. Jahreszyklen. Und wenn man das beispielsweise auf Jubeljahre übertragen würde, 50 Jahre, 120 mal 50, kommst du auf 6000 Jahre. Das heißt, das ist etwas, ich sage nicht, dass das richtig ist, ich sage nur, dass ich das gelesen habe, wo man sagen könnte, okay, wenn man die Jubeljahre nimmt, würde diese Bibelstelle bedeuten, das Alter der Menschheit sind 6000 Jahre. Okay? Dann hat jetzt dieser Rabbi Jehuda, den ich kurz erwähnt hatte, der mit diesem Propheten Eliahu da zu Gange war, ähm, hat, äh, von dem jetzt Folgendes überliefert, dass dieser Eliahu gesagt hat, vom Beginn unseres Volkes bis zum Ende der Geschichte Gottes mit der Welt wird es nicht weniger als 85 Jubeljahre geben. So, 85 Jubeljahre sind 4250 Jahre. Und nach dem letzten Jubeljahr wird der David Spross, damit meint er den Messias, erscheinen. So, dann würdest du sagen, okay, wann geht denn hier das Beginn des Volkes los? Der Beginn des Volkes geht mit Abraham los. Das ist etwa um das Jahr 1800 ähm, 1750 vor Christus. So, wenn du das dazu zählst, bist du auch etwa bei 6000, würde also diese Prophetie von diesem Menschen ebenfalls bestätigen. Und dann hat dieser Rabbi den Propheten gefragt und gesagt: Ja, okay, aber jetzt sag mal, wird denn der Messias am Anfang oder am Ende von diesem Jubeljahr kommen? Und dann hat der Prophet was Gutes geantwortet. Er hat gesagt: Ich weiß es nicht. Tag und Stunde ist uns verborgen. Das weiß allein der Allmächtige. Den Tag der Erlösung hat er nur seinem Herzen offenbart, nicht einmal seinen Gliedern auch nicht seinen Engeln. Hier, ja, das ist genau die gleiche Bibelstelle die wir gelesen haben äh, ähm, vorhin, ja, wo es darum geht, dass äh, der äh, Vater das noch nicht mal dem Sohn offenbart hat. Der Rabbi hat das irgendwie auch mitgekriegt und hat gesagt, wir können da nicht irgendwas berechnen. Das wird schwierig. Und dann gibt es natürlich noch eine interessante Aussage in Hiob. Hiob 5, ab Vers 17 liest du, wohl den Menschen, den Gott in Zucht nimmt, er verwundet wohl, doch er verbindet auch, nach Sechs Zeiten der Drangsal errettet er dich. In der siebten wird kein Unheil dich mehr treffen. Könnte man auch in diese Richtung interpretieren. Sechs plus eins, 6000 Jahre und dann nochmal 1000 Jahre extra. Ein Rabbi namens Shimon Bar Yochai hat und da hat er angeknüpft an die alttestamentliche Prophetie von diesem äh, abstrusen Bileam, ja, der da das Volk Israel verfluchen sollte. Und der äh, konnte das ja nicht und hat dann angefangen, Israel zu segnen. Und ähm, da hat dieser Rabbi eben Folgendes gesagt: Es tritt ein Stern aus Jakob hervor, der am Ende der Zeit als Komet aus Israel erscheint. Das messianische Zeitalter beginnt mit einem Stern, schließt aber mit einem Kometen ab. Ja, so. Das heißt, er sagt, der Messias kommt erstmal ganz demütig mit einem Stern. Denk an den Stern von Bethlehem natürlich. Ja, aber dann irgendwann kommt er wie ein Komet in Majestät, ja, in den Wolken und jedermann wird es sehen. Und wir würden dann sagen, okay, kommt des Herrn hier. Nach unserer Zeitrechnung hier, das wäre ja Null. Ne? Und dann eben zum Ende der Zeit hin kommt er wieder mit diesem Komet. Das sind alle solche kleinen Hinweise, die auf diese Sache äh, hindeuten. Und ein gewisser Rabbi Acha, der äh, aus dem 4. Jahrhundert war, der sagte: Nach Ablauf von 7000 Jahren. Wird der Allheilige eine ganz neue Erde schaffen, dass man der Alten nicht mehr gedenken wird? Das ist wirklich eine bemerkenswerte Formulierung, weil die finden wir ganz, ganz ähnlich auch im Neuen Testament. Okay, aber jetzt möchte ich mit dir hier erstmal das Ding ein bisschen entschlüsseln, was hier zu sehen ist, dass wir auch wissen, worüber wir hier sprechen. Also, die Sache ist folgendermaßen. Wenn du hier eine Zeitachse hast von Null, über das Jahr 1000, 2000 und so weiter bis zum Jahr 6000 und 7000, dann ist das etwas, was hier um das Jahr Null herum, grob um das Jahr Null, natürlich, wie man sagt, die Zeitenwende ist. Hier ist Jesus gekommen. Ja? Hier ist Jesus gekommen. Nach unserer Zeitrechnung offiziell zum Jahr Null, sage ich gleich was zu, hier ist Jesus etwa hier in dem blauen Balken auf der, auf der Welt gewesen. So, wir rechnen jetzt nach Christus und sind dann, dann aktuell beim Jahr 2021 und vor Christus. Also 1000 Jahre vor Christus, 2000 Jahre vor Christus, 3000 Jahre vor Christus, 4000 Jahre vor Christus. Das ist eine Zählweise, die nennt man Anno Domini. Ja, Anno Domini. Wo schreibe ich das hin? Mal irgendwo, wo ich Platz habe. A, D. Anno Domini bedeutet, wir gehen bei der Zählung davon aus, wann Jesus auf die Erde gekommen ist. Und da nimmt man, warum auch immer, den Geburtstermin. Gut. Dann gibt es noch eine andere Zählweise und die war viel, viel, viel weiter verbreitet früher. Und das ist Anno Mundi. Den mache ich mal hier in schwarz, weil wir das hier unten haben. Anno Mundi ist die Zählweise vom Beginn der Welt an. Wo man sagt, okay, wir haben irgendwie ausgerechnet, wann die Schöpfung ist, und von der Schöpfung an fangen wir an zu zählen. Ja? so, dass also ein Ereignis, was beispielsweise von unserer Zählung im Jahr 3000 vor Christus war, nach dieser Zählung um das etwa 3000 äh, im Jahr 1000 nach Christus ist, beziehungsweise, dass wir etwa momentan uns um das Jahr 6000 bewegen. Wie gesagt, erkläre ich gleich noch ein bisschen detaillierter, wie, wie wir dazu kommen. Ja? so das heißt du hast hier bei unserer zählweise gehen wir in die richtung und bei der zählweise nach der schöpfung geht man einfach hier ganz glatt durch bis jetzt so und das ist das was die juden bis zum heutigen tag machen wie kam es denn zu dieser zählweise hier mit unserem jahr 2021 und so weiter das hat im 5. Nein, im 6. Jahrhundert und zwar im Jahr 525, das war also etwa da, da etwa, ein Mönch ausgerechnet. Der Typ hatte den schrillen Namen Dionysus Exigus, ja? Dionysus, Dionysius Exiguus, Dionysius Exiguus. Und dieser Mönch hat also nach dem damaligen Wissen und den Zahlen, die er vorliegen hatte, ausgerechnet vom 525 an, wann war das denn, dass Jesus hier geboren ist? Und von den Möglichkeiten, die er hatte und den Zahlen, die er hatte, kam er eben drauf, auf die Zählweise mit dem Jahr 0, wie wir es heute haben, beziehungsweise dem Jahr 1. Ja, denn wenn man tiefer einsteigt, kriegst du mit, es gibt gar kein Jahr 0. Aber das ist eine andere Story. Gut, so und der hat also dann hier unsere Wertezeitrechnung im Grunde genommen verbrochen. Inzwischen weiß man, dass er sich an mehreren Stellen verrechnet hat oder die Informationen nicht hatte. Und heute geht man allgemein Davon aus, es gibt jetzt auch wieder verschiedene Berechnungen, dass Jesus im Jahr 3 oder im Jahr 4 oder im Jahr 7 vor Christus wirklich geboren ist. Ja? Nach dem Ding, was wir jetzt heute hier betrachten, gehen wir mal vom Jahr 4 vor Christus aus. Aber man weiß jedenfalls nicht im Jahr 1 oder im Jahr 0. Ne? So, das heißt, andersrum gesagt, unsere Zählweise, das Jahr 2021 nach Christus, ist sowieso kalter Kaffee. Ja. Oder das Jahr 2000 war irgendwas, aber nicht das Jahr 2000. Abgesehen davon ist es sowieso so, dass es natürlich über die Geschichte ganz, ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Beispielsweise gibt es Leute, die sagen: Wir haben eine riesige Geschichtsfälschung. Ja, die Geschichte ist gar nicht so gelaufen, wie man uns erzählt. Ne? Gab es überhaupt einen Typ wie beispielsweise Karl den Großen? Oder ist das eher so eine Sagenfigur wie König Artus oder sowas? Ja? Gab es diese Leute? Wie lange hat er gelebt? Wann hat er gelebt? Was ist da passiert? Sind diese Geschichtsschreibungen, die wir haben, ist das überhaupt richtig? So, ich, was ich damit sagen will, ist das ganze Ding. Es gibt Leute, die machen riesige Fragezeichen dahinter und sagen, das stimmt nie und nimmer. Da ist also ein großer Faktor von Unsicherheit drin. Da ist ein Faktor drin, wo er sagt, okay, wir wissen nicht genau, wie ist das denn wirklich. Gelaufen mit der Geschichte. Wir lernen in der Schule, dass das einfach so ganz glatt, stringent durchgeht. Aber ähm, ob das wirklich so ist, das weiß nur der Herr. Und deshalb sind auch diese ganzen Termine immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, gut. Wir finden, so habe ich gelesen, im Alten und Neuen Testament zusammen etwa 245 zeitliche Angaben, die zu einer Chronologie zusammengeführt werden können. Also 245 Aussagen der Bibel kann man zusammenmixen und dann bekommt man einen, ich sag mal, Zeitstrahl äh, relativ gut hin, wo man dann immer so irgendwie gucken muss, wie sich das Ganze ergibt. Und da habe ich dir hier mal dieses schöne Poster mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Das hier ist also die Genealogie des Herrn. Das ist. Äh, Nichts anderes als alle äh, Namen und diese Stammbäume, die es in der Bibel eben gibt. Die wurden hier von irgendjemand, der wirklich sich Mühe gegeben hat, äh, einfach mal hier zusammengetragen. Also alles mit Bibelstelle und so weiter, wo du genau sehen kannst. Und im Grunde genommen geht es hier von dem Vater aus über Adam und Eva, dann hier durch die ganzen ähm, äh, Geschlechtsregister, bis letztlich hier Maria Josef und Jesus. So, was ich damit sagen will ist, hier hast du ja diese ganzen Namen und so weiter und wir haben in der Bibel viele äh, Angaben, wie der wurde so und so alt und als er so und so alt war, hat er den gezeugt und der wurde dann wieder so und so alt und so weiter und so weiter und aus all diesen Puzzlestücken kann man im Grunde genommen sich so ein Ding zusammenbauen, ja, wo die biblischen Aussagen einfach einen schlüssigen Zusammenhang geben und das kann man auch mit den Zeitfaktor machen, ja? weil die meisten oder sehr viele von diesen Dingen sind irgendwie mit zeitlichen Informationen verbunden. Nicht alle, aber viele. So, dass man also, wie man hier diese äh, Geschlechtsregister-Ahnentafel ausrechnen kann, dass man genauso eben ähm, diese zeitlichen Aspekt ausrechnen kann. Und hier hat man beispielsweise die Ahnreihe von Josef und hier die Ahnreihe von Maria. Ne? Ganz äh, bemerkenswert. Also hier beispielsweise ist König David, ne? hier ist Judah, Abraham, Ismael, Isaak hatten wir heute ne? und so weiter. Hier ist Noah und äh, da oben Adam. Ich habe das nur mal geholt, um einfach dir klarzumachen, es gibt äh, Leute, die sich halt die Mühe machen, sowas wirklich auszutüfteln. Und genauso gibt es Leute, die das mit diesen Zeitangaben machen, die diese... 245 oder wie viel zeitlichen Informationen zusammentragen und dann eben ausrechnen, was ergibt diese Zeitinformationen äh, denn? Und dann kommst du tatsächlich auf eine besondere, äh, ja, eine, 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 einen besonderen Zeitstrahl. Die Zählung nach der Schöpfung, also diese anno mundi Zählung hier ab dem Jahr 0, die war früher im Judentum im frühen Christentum und auch in den östlichen Kirchen, also den orthodoxen Kirchen, komplett üblich und ist heute noch im Judentum üblich. Jetzt ist es aber so, dass es verschiedene Texte natürlich gibt. Und diese Texte, da gibt es also beispielsweise natürlich den hebräischen Text, den masoretischen Text, dann gibt es samaritische Texte auf Hebräisch, die da noch reinfließen, die Septuaginta, die ist auf Griechisch, dann die lateinische Vulgata und so weiter und die sind irgendwie auch nicht so ganz übereinstimmend hinsichtlich diesen Terminen und werden irgendwie unterschiedlich gelesen und wenn jetzt die Leute das austüfteln, dann kommen die zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja? Kann auch was mit Einfach Übersetzungsproblemen zu tun hatte. Und die sind tatsächlich so irre, dass die bis zu 1500 Jahren auseinandergehen. Ne? Gut. Und so wurde das, ich sag mal, biblische Alter der Schöpfung immer wieder unterschiedlich berechnet und bewertet. Was ich jetzt heute hier mache, ist, ich konzentriere mich auf einen Typ namens Ascher. Und dieser Ascher, der hat eine Zählung erstellt und die war extrem weit verbreitet in der Christenheit. Aber bevor ich dazu komme, gab es etwa 900 Jahre vor ihm, um das Jahr 672, das etwa hier, ja, gab es einen Menschen namens Beda oder Bede. Und der hat eine Weltchronik erstellt, eine Weltchronik. Der hat also schon damals die Daten, was er so hatte, alles, was er kriegen konnte, äh, zusammengeholt und hat ausgerechnet, dass die, ähm, die Geburt des Herrn im Jahr 3952 anno mundi sein muss, also knapp 4000 Jahre. Da ist der schon damals drauf gekommen. Ja, er hat gesagt, das hier müssen etwa 4000 Jahre sein, genauer gesagt 3952. Okay. Im Jahre 1582, also das war schon deutlich später, ne? also wirklich, was ist denn das hier, vielleicht da, 1582, da gab es einen Knaben, der war Papst, nämlich Papst Gregor, der 13. und der hatte sehr starkes Interesse an Kalenderfragen und der hat den gesamten bis dahin bestehenden römischen Kalender, den sogenannten julianischen Kalender reformiert. Gregor, das war der gregorianische Kalender, den wir auch heute noch haben. Und der hatte einen Spezi, der hieß Josef Justus Skaliger und der hat im Jahr 1583 auch das Schöpfungs Schöpfungsdatum ausgerechnet und der kam drauf, der hat jetzt von hier ausgerechnet, ja, hat gesagt, naja, die Schöpfung muss 3950 Jahre vor der Geburt des Herrn gewesen sein. Also im Grunde genommen hat er das Gleiche ausgerechnet, ähm, bald 1000 Jahre später. Ja? Einfach aufgrund der Zahlen, die es in der Bibel gab. Dann ähm, im Jahre 1650, da sind wir jetzt da, wo wir eigentlich hinwollen, da gab es diesen Menschen namens Ascher. Dieser Ascher. Der hat einen äh, Kalender gemacht, der Ascher Lightfoot-Kalender. Das war etwa 100 Jahre nach Luther. Ne? Und äh, dieser Mensch hat auch eine Chronologie der Weltgeschichte erstellt. Sein Mitstreiter Lightfoot hat das äh, Jahr 3929 vor Christus als Schöpfungsjahr berechnet. Also auch etwa 4000. Aber der Ascher selbst ist auf ein anderes Ergebnis gekommen. Der Mensch war Erzbischof der Kirche von Irland und Primas von ganz Irland. Und der hat also hypergenau gerechnet, getüftelt, gemacht mit allem, was er überhaupt an Informationen zur Verfügung hatte. Und der ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Also jetzt ist es wirklich erstaunlich. Der hat gesagt, die Welt wurde geschaffen. Achtung. Gegen 18 Uhr am 22. Oktober, 4004 vor Christus. Was will man dazu sagen? Also, das ist jetzt extrem präzise. Wie der da jetzt drauf gekommen ist, äh, habe ich jetzt nicht weiter nachvollziehen wollen. Aber das ist das Ergebnis. Und das Ergebnis war 4004 vor Christus. Heißt, wenn man jetzt hier diese Zahl nimmt, 4004 vor Christus, ist also vier vor dieser zeitrechnung die ja auch nur ein konzept ist ja also im jahr vier also minus vier ja vor null geht es nach diesem ascher los und von da aus rechnet er dann muss also immer die vier dazu berücksichtigen dann kommt er zu dem interessanten ergebnis ja christus ist ja vier vor der jahrtausendwende geboren also ja eins zwei drei und dann hier auch wieder die minus vier genau 4000 Jahre also nach diesem Ascher quasi exakt 4000 Jahre nach äh, Erschaffung Adams und ähm, wo der Herr eben hier ja Adam geschaffen hat 4000 Jahre später kam Christus auf die Welt nach diesem Ascher ne? gut ähm, ob das jetzt weiter für uns relevant ist ist eine interessante Frage die wir jetzt äh, an der Stelle aber nicht beantworten wollen der Ascher hatte Absolut, ähm, wie soll ich mal sagen? wissenschaftlich gearbeitet. Dass sein Kalender, seine Arbeiten sind eine beachtliche wissenschaftliche Leistung und der hat also die Geschichte der Antike reinfließen lassen, der hat sich genau mit dem Aufstieg der Perser, der Griechen, der Römer beschäftigt. Der hat natürlich die Bibel, auch die biblischen Sprachen mit den verschiedenen Übersetzungen, hat sogar in Astronomie mit den alten Kalendern und Chronologie und so weiter, der hat sich umfassend mit dem ganzen Thema beschäftigt und das interessante ist, dass die modernsten Forschungen heute wenn Sie ähm, dieses Zahlenmaterial, was er zur Verfügung hatte, nehmen, auch nicht auf andere Ergebnisse kommen. Ja, So, er hat beispielsweise äh, den Tod von Alexander dem Großen auf das Jahr 323 vor Christus angesetzt. Das ist der richtige Termin. Den Tod von Cäsar im Jahr 44 vor Christus und so weiter. Und er hatte den hebräischen masoretischen Text verwendet und wie gesagt, nach seiner Berechnung, ist das ganze Ding also hier vor Christus 4000 Jahre, genauer gesagt 4004. Und er hat es jetzt natürlich so ein bisschen dann auch überstressen wollen, weil hier um das Jahr 3000 wurde der Tempel gebaut. Also wenn ich hier anno mundi gehe, ja, beziehungsweise etwa 1000 vor Christus. Und da hat er gesagt, ja, der Tempel wurde gebaut im Jahr 3000. Hier auch wieder diese vier, ja, also quasi 1004 vor Christus, würden wir sagen. Und das wäre dann genau 3000 Jahre nach der Schöpfung und 1000 Jahre vor Christus, der ja dann der Tempel, äh, der, 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 der Tempel im Geist dann ist. Ne? So, ja, der im Grunde genommen die Erfüllung des Tempels ist. Aber das war jetzt nicht so doll, weil heute geht man allgemein davon aus, dass der Tempel zwei, drei Jahrzehnte später errichtet worden ist. Ja, aber ansonsten alles soweit nicht schlecht. Er war auch nicht der Erste, der diese Daten hatte, aber weil er das so hypergenau gemacht hat, eine super detaillierte Chronologie erarbeitet hat, war das etwas, was für 200 Jahre, für über 200 Jahre äh, allgemeiner Standard war, was die Leute geglaubt haben im Christentum, dass das sogar in den englischen Bibeln als Seitennoten drin stand. Das war mit eingedruckt. Ja, so. Also ist schon interessant. 100 Jahre vor dem Ascher, ja, war hier Kollege Martin Luther. Der hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, aber der hat einen anderen Ansatz gehabt. Der hat gesagt: Also ja, mit Jesus ist ja prima, aber eigentlich war für ihn die Frage, wann hat das Gesetz aufgehört und wann? Ja, kam das irgendwie zum Ende, das mosaische Gesetz. Da war für ihn der Punkt, dass das Zeitalter der Gnade begann. Und für Luther war das interessanterweise ganz eigentümlich, jetzt nicht der Kreuzestod oder nicht Pfingsten, sondern es war das Apostelkonzil, was in der Apostelgeschichte 15 berichtet wird. Das war um das Jahr 48 nach Christus. Ja, also hier irgendwo. Und er dachte, ja, das ist der eigentlich interessante Termin und hat dann von sich aus, von da aus. 4000 Jahre gerechnet, wobei du dann hier etwa 50 Jahre äh, Zeit versetzt hast. Okay, was ich damit sagen will, ist, das war ein Thema, das hat die Leute beschäftigt. Da hat man mit gerechnet, das hat man äh, bewegt. Ja, was Luther gesagt hat, war tatsächlich in Europa, also jetzt nicht England, aber im Festland, äh, Kontinentaleuropa, wie man sagt, von den Protestanten allgemein akzeptiert. Das war Lehre. Das war das, was da geglaubt worden ist. Ne? Gut.

Rechnung heute und es ist das Jahr der jüdischen Zählung. Im jüdischen Kalender haben wir aktuell das Jahr 5781. Das Jahr 5781 gibt es, also diese Berechnung, nachdem dieses Jahr berechnet wird, gemäß dem jüdischen Kalender, gibt es seit etwa 360 nach Christus, ne? irgendwo hier. Und zwar hat das der Rabbi Hillel, ein super Typ, äh, festgelegt, ähm, ein ganz interessanter Mensch, der sich viel auch mit dem Kalender beschäftigt hat und außerordentlich wichtig war für das Judentum. Und der hat eben auch extrem gerechnet, wann ist die, hat die, Gott die Welt geschaffen, aus seiner Sicht, mit seinen Zahlen und seinen Informationen. Und er kam auf das Ergebnis, 6. oder 7. Oktober 3761 vor Christus. Also jetzt müssen wir hier gucken, 1000, 2000, 3000. 3761. Also, der kam jetzt irgendwie pff, vielleicht so bis hierhin. Ja? So, also nicht so weit wie jetzt hier viel später die christlichen Bischöfe oder so, dieser Mönch oder sonst was. Ja? Und wenn man das sich genau anguckt, merkt man, da ist eine Distanz von 240 Jahren zu unserer Zählung. Und jetzt was Interessantes: Ich habe gelesen, dass es neuere Forschungen sagt, äh, gibt, die sagen, ja, der gute Hillel hatte mit seinem Wissen damals das alles gut berechnet und wunderbar, aber nach heutiger nach heutigem Stand hat er sich um 240 Jahre verrechnet. So, und das ist eine mehr als äh, eigentümliche Zahl, denn wenn du das hier mit 240 dazu zählst, dann bist du bei 6.021. Okay, und wo sind wir? 5000, 6000 und 21. Okay, ich habe das gelesen, ich kann das nicht nachprüfen. Ähm, dann habe ich noch was gelesen, was interessant ist. Und zwar das Problem, was der gute Hillel hatte, war hier in der Zeit der Richter. Weißt du, der hatte diese ganzen biblischen äh, Zahlen verwendet, ja, hier, wie in diesem Stammbaum und so weiter. Aber bei dem Buch der Richter, Gibt es solche leeren Räume? Ja, dann heißt es beispielsweise, äh, Gott berief sich den Richter sowieso und er richtete das Volk dann 40 Jahre oder 80 Jahre. So, und wenn der Tod war, dann fiel das Volk wieder ab und dann kam der Feind wieder und es dauerte dann eben eine gewisse Zeit, bis es wieder zum Herrn geschrien hat. Dann berief sich der Herr den Richter sowieso und der richtete das Volk dann auch. So, und die Zwischenzeit zwischen dem einen Richter und dem anderen Richter, da steht nichts. Es ist keine Zeitangabe. Und weil der gute Hillel offensichtlich nicht die anderen Zahlen hatte, ja, also jetzt außer biblische äh, Geschichten, wo man das dann mit vergleichen konnte, hat er gedacht, okay, sagt die Bibel nichts, lassen wir weg. Und das sind genau hier in der Phase der Richter, das ist der rote Balken hier, wo die Zeit der Richter war, das sind diese 240 Jahre. So, und das ist interessant, wenn also die biblische... Äh, ähm, also, die, die jüdische Zählweise hier 5781 plus 240 eben etwas über 6000 Jahre gibt und unsere Zählweise nach diesem Ascher auch hier im Grunde genommen grob hier 6000 und dann eben ab dem Jahr 2000 noch die 21 Jahre eben 6021 gibt, dann sind wir echt sehr, sehr ähnlich und muss auch eigentlich sein, wenn du die biblischen Zahlen entsprechend nimmst. Ja, wenn das Ausgangsmaterial sehr ähnlich ist, dann kann man ein paar Sachen vielleicht unterschiedlich lesen oder so, aber weil die alle diesen masoretischen hebräischen Text hatten, ja, war das das, was entsprechend rausgekommen ist. Und das ist roundabout, kannst du sagen, Alter der Welt etwa 6000 Jahre. Ich würde sagen, da ist ein gewaltiges Plus-Minus-Ding drin, weil, ähm, wie gesagt, wir auch nicht wissen, wie hier nach Christus überhaupt unsere Zeitrechnung äh, vertrauenswürdig ist. Aber das fand ich extrem bemerkenswert. Okay, also hier Schöpfung, Schöpfung im Jahr null, beziehungsweise nach dem Vollen Ascher eben im Jahr 4, äh, also minus 4, ja? 4 vor der Schöpfung wurde die Schöpfung. <laughs> Klasse. Okay, dann äh, Sintflut. Sintflut haben wir auch noch. Hier, da sind sie sich ziemlich einig, irgendwann im Jahr äh, 1600 noch was, nach der Schöpfung gibt es die Sintflut. Relativ leicht zu berechnen durch diese ganzen Angaben hier mit, mit den ähm, äh, ähm, Alter von den, von den Patriarchen hier. Gut, dann hiernach, ja, haben wir dann irgendwo um den Dreh rum hier, 1750, 1800, irgendwas, haben wir hier Abraham. Ich kürze das mal ab. Hier kam Abraham ins Spiel und ab hier hat Gott eben sein Volk gebaut und seine Story gemacht. Ja, ab hier hat er den einen rausgerufen, hat gesagt, Aus dir mache ich ein Volk und aus dir sollen Nationen gesegnet werden und so weiter. Dann hier, um, da gibt es auch unterschiedlichste Interpretationen, aber irgendwo hier um den Dreh rum ja, haben wir den Auszug aus Ägypten. Und dann natürlich mit dem Auszug aus Ägypten haben wir die ähm, Stiftshütte. Etwas Neues gab es vorher nicht. Gott wohnt unter den Menschen und das Gesetz. So, das entstand hier. Und alles, was vorher war, also auch Abraham und die Patriarchen und so weiter, die hatten nur das Reden Gottes, aber die hatten ja kein Gesetz. Ne? Also Mose beispielsweise hatte ja eine Medianitterin geheiratet, was später durch das ihm von Gott... Äh, gegebene Gesetz strengstens verboten war. Nur das wusste der natürlich vorher nicht, als er äh, gut 40 Jahre vorher da seine Lady geheiratet hat. Ne? Das heißt, hier ist also etwas Neues reingekommen, das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht. Und mit Abraham ist auch was Neues reingekommen, gab es vorher auch nicht. Das nächste, was neu reingekommen ist, ist dann, das war etwa hier um die Jahrtausendwende, dann der Tempel. Der erste Tempel. Ja, von David vorbereitet und dann von Salomo gebaut. So, und wenn ich hier sage, äh, hier ist der Auszug aus Ägypten, hast du hier Mose, Josua, dann ist halt der Richter, dann kommt hier Samuel, Saul, David, Salomo, und dann geht hier diese ganze Königgeschichte los. Es hat alles ziemlich gedrängt hier. So, um das Jahr, warte mal. 557 oder sowas um den Dreh rum, das wäre etwa hier, gibt es die babylonische Gefangenschaft. Schreiben wir mal babylonische Gefangenschaft. Dann waren die hier 70 Jahre lang in der Gefangenschaft, kamen wieder und haben den Tempel wieder neu aufgebaut. Der Tempel war dann auch sehr lange, bis er hier irgendwo im Jahr 70 nach Christus dann von den Römern zerstört worden ist. Beide Tempel wurden also hier zerstört. Das eine ähm, von Nebukadnezar, dann folgt die babylonische Gefangenschaft, dann wurde der Klein wieder aufgetaucht, gebaut zu Jesu Zeiten, sehr prachtvoll umgebaut durch Herodes und nach äh, dann später von den Römern zerstört. Ähm, übrigens genau am gleichen Tag fiel der Tempel am 9. ab. Gut, das hier, was jetzt hier drin ist, das ist eben 4 vor Christus. Gemäß dieser Zählung ist eben die Geburt. Geburt Jesu. Ne? Vier vor Christus. Er ist schon verrückt. Christus ist vier Jahre bevor man ihn seinen Geburtstermin zählt, ist er schon geboren. Naja, okay. So, dann allgemein 33 jahre später ja folgt die kreuzigung die auferstehung und kurz darauf nach himmelfahrt pfingsten mit pfingsten begann die gemeinde das volk des neuen bundes so jetzt geht man, auch da gibt es unterschiedliche Zählweisen, um das Jahr 29 oder 30 oder 33 nach Christus davon aus, dass das passierte. Ihr merkt, das sind kleine Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt kein Riesending. Und dann läuft die Geschichte hier einfach weiter, wie wir das... Äh, Hoffentlich kennen, ja, Kirchengeschichte über etwa 2000 Jahre. Falls du dich daran erinnerst, ich habe mal einen ähm, Gottesdienst gehalten über den Abfall und den Wiederaufstieg der, des Christentums. Das war das hier, ja, wo die hier in der Phase immer mehr abgebaut haben und dann, ähm, ja, so unter Wiff 1300 etwa, ging es dann immer Steiler bergauf, und wo wir noch in dieser Bewegung drin sind, bis wir wieder die Power des, äh, der Urgemeinde haben werden. Gut, also das hier ist einfach mal dieser Zeitstrahl mit diesem, was die berechnet haben mit diesen 7.000 Jahren. So, das siebte Jahrtausend, das Millennium, das Shabbat Jahrtausend, da wird zu sagen, na ja, das ist ja eine tolle Rechnung, ja? Wenn wir hier das Jahr 6.000 haben und wir sind dann hier schon 21 Jahre drüber, heißt das, dass wir schon im tausendjährigen Reich leben oder was? Nein, natürlich nicht. Der Punkt ist da ist eine gewisse Unpräzision drin. Wir wissen ja beispielsweise gar nicht, wann wurde denn überhaupt Adam aus dem Garten Eden vertrieben. Wie lange war denn der da drin? Ein Jahr oder 100 Jahre? 30 Jahre? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht mal, wie lange es war, bis Eva geschaffen worden ist. Wir wissen gar nichts. Was wir wissen ist, dass er 130 Jahre alt war, als er seinen äh, Sohn Seth bekommen hatte. Ja, da war das Drama mit ähm, Kain und Abel vorher gewesen und dann kam Seth und da war der schon acht, äh, äh, 130 Jahre alt, ja, gemäß dem biblischen Bericht. Gut, und in der Zeit kann ja sonst was passiert sein. Wir wissen nicht, was da für ein Zeitraum ist. Wann hier quasi von der Vertreibung aus dem Garten Eden die Story losging? Ja, dann hier beim Tempel ist auch eine gewisse Geschichte. Ja, der wurde wie gesagt auch erst nach diesem Jahrtausend gemacht. Dann hier haben wir ja die Jahre 29, 30, 33 nach Christus. Ne? Und dann wissen wir nicht, ob unsere Zählweise hier überhaupt stimmt. Sind das wirklich 2000 Jahre oder mehr oder weniger? Da ist eine gewisse äh, verwaschene Geschichte drin. Deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir das nicht überinterpretieren. Aber im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen kannst du sagen, nach, nach den biblischen Berichten, hier nach unserer Zählung ums Jahr Null plus minus, grob gerechnet 4000 Jahre vorher, grob gerechnet 2000 Jahre danach, sind wir hier in dem Bereich. Es gibt Leute, ich kenne die, die sagen, die. Ähm, Neutestamentliche Gemeinde mit Pfingsten begann im Jahr 30. Das ist also seit dem Jahr 30 haben wir 2000 Jahre. Im Jahr zwei, 2030 kommt der Herr wieder. Da sind dann solche Sachen, wo ich sage, kann ich nachvollziehen, finde ich aber gefährlich, weil man geht davon aus, dass unsere Zeitrechnung hier komplett stimmt, was ich mit Vorsicht genießen würde. Wir müssen aufpassen, dass wir keine äh, Termine berechnen, ja. Ähm, denn das ganze Ding, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nur ein Lehrgebäude. Und das Ganze, was ich dir bis jetzt erzählt habe, dient alles nur dazu zu verstehen, was es mit dem tausendjährigen Reich überhaupt auf sich hat. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Das Millennium, das tausendjährige Reich. Das ist also das, was hier nach dieser Zeit, ja, nach der 2000 Jahren Wirrnis, 2000 Jahre Weisung, 2000 Jahren messianischem Zeitalter, dann kommen das Shabbat Jahrtausend. Übrigens ist das nicht total verrückt. Diese alten jüdischen Gelehrten bezeichnen die Zeit seit Christus als messianisches Zeitalter, akzeptieren eben aber nicht als Messias. Ich finde das bemerkenswert, ja. Also, das ist dieses Ding, wo, wo äh, die Bibel sagt, das wird in die Decke weggenommen werden, und wir werden sagen, wie konnten wir das übersehen? Die sind wirklich zugehängt. Sie, sie gebrauchen solche Begriffe und verstehen noch nicht mal, was, was das eigentlich bedeutet. Für uns ist es natürlich, natürlich, seitdem Jesus gekommen ist, ist das messianische Zeitalter. Und hier ist er, wie ich vorhin gesagt hatte, gekommen als Diener Messias Ben-Josef, äh, der Leidensknecht, der leidende Messias, der auf dem Eselsfüllen reitet. Und hier, ja, der, der, der eine da hatte ja gesagt, von den Gelehrten, als Stern, Stern von Bethlehem. Und hier, wenn er wiederkommt, wird er kommen wie ein Komet mit Power, plötzlich in gewaltiger Kraft, als Herr der Herren, als König der Könige. Und er wird hier dieses Millennium äh, errichten, um hier zu regieren. So, wenn man das glaubt, was durchaus den Christen ja geboten ist, dann befinden wir uns auf jeden Fall in einer super spannenden Übergangsphase zwischen irgendwie, großgerechnet, etwa 6000 Jahre Geschichte und diesem Shabbat-Jahrtausend. Wir befinden uns an diesem Shift, da hineinzugehen. Wenn du jetzt mal in Israel warst, dann hast du unter Umständen festgestellt, dass bevor der Shabbat beginnt, eine immer mehr Hektik reinkommt. Die Leute müssen noch ihr Zeug besorgen, müssen noch irgendwie nach Hause kommen. Je mehr der Schabbat kommt, ja, bei Sonnenuntergang, ne, nach unserem, also an unserem Freitag, ne, je schneller und hektischer wird alles, bis dann irgendwann, zack, sozusagen der Hammer fällt und dann ist Schabbat. Aber vor dem Schabbat ist richtige Betriebsamkeit. Und das ist das Gleiche, was wir hier erleben. Wir haben auch, was Israel angeht, ja, eine zunehmende Betriebsamkeit, eine zunehmende Hektik, eine zunehmende Dinge hier konzentriert sich immer mehr um die Entwicklung in Israel und so weiter. Und wir merken, hier ist eine riesige Dramatik drin. Ich hatte vorhin bei dem Fasten-Livestream äh, habe ich über Zahlen gesprochen, wie die Christenheit wächst. Weißt du, ähm, die Entwicklung der Christenheit ist ja rasant, rasant. Wir können davon ausgehen, dass heutzutage Mindestens jeder zehnte Mensch auf dem Globus, eher mehr, ein wiedergeborener, gläubiger Christ ist, ja, der eine persönliche Bekehrung hat, der Jesus als einen Herrn und Retter angenommen hat. Nicht ein Namenschrist, der auf irgendeiner Liste steht, sondern tatsächlich ein echter Christ. Jeder zehnte, Tendenz stark steigend. Noch nicht bei uns, aber in anderen Regionen der Welt dafür umso mehr. Und das hält auch Corona nicht auf. ja. Aber diese Entwicklung, und das ist das, was wir immer wieder versuchen klarzumachen, ist etwas, was die Propheten sagen, hey, das kommt auch in die westliche Welt, das kommt nach Deutschland, das kommt nach Österreich, Schweiz, Europa. Es wird diese gewaltige Bewegung Gottes, wird nicht von irgendwelchen äh, Staatenlenkern oder irgendwelchen Maßnahmen oder irgendwelchen, äh, was weiß ich was, äh, feindlichen Strukturen oder egal was, ja, aufgehalten werden können. Was der Herr tut, wird nicht von irgendwelchen teuflischen Plänen gestoppt werden können, ist nicht möglich. Der Herr wird sich hier, bevor er kommt, ein gewaltiges Volk äh, äh, zusammenrufen. Es wird diese Ernte geben. Es wird diese Zeit geben, wo die Braut in der Ernte ist, um tatsächlich dem wiederkommenden Herrn in der Ernte zu begegnen. Und es müssen gigantische Menschenmengen vorher noch zum Herrn kommen, nach unserer persönlichen Überzeugung. Okay. Tausendjähriges Reich, Schabbat Jahrtausend, Millennium. Schreiben wir mal hin, dass wir auch wissen, worüber wir reden. Tausendjähriges Reich. Also hier dieser Zeitraum des siebten Jahrtausends. Die heilige Sprich, Schrift spricht eigentlich nur an einer einzigen Stelle ganz ausdrücklich von diesem tausendjährigen Reich. Das ist in Offenbarung 20 Vers 2 bis 6. Das kannst du dir aufschreiben. Offenbarung 20 Vers 2 bis 6, also ganz 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 am Ende der Offenbarung und damit der Bibel. Und nur da ist wirklich ausdrücklich davon die Rede. Es gibt ähnliche Passagen, ähnliche Gedanken oder das, was ich dir vorgelesen hatte mit Petrus oder mit dem Psalmwort, wo es dann heißt 1000 Jahre wie ein Tag und so weiter. Aber ganz ausdrücklich gibt es das nur hier. Ähnlich ist es beispielsweise ein bisschen, ohne dass das da erwähnt wird, das 1000-jährige Reich in 1. Korinther 15 ab Vers 23. Wenn dich das interessiert, kannst du da auch mal reinschauen. Gut. Und diese ganzen Aussagen von dem 1000-jährigen Reich sind eingebettet in die Wiederkunft des Messias. Es geht darum, dass der Herr wiederkommt. Und wenn du wiedergeborener Christ bist, dann solltest du das wirklich glauben. Der Herr kommt wieder. Halleluja. Und das ist richtig, richtig, richtig gute Nachricht. Und alles, was mit dem tausendjährigen Reich zu tun hat, hängt damit zusammen. Offenbarung 20, Vers 2 bis 3. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Gemeint ist hier ein nicht namentlich genannter Engel, wie ne? das Teufel und der Satan ist. Und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Und dann Vers 5. Die übrigen der Toten nicht, wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Okay, hier wird also in diesem Text mehrfach diese tausend Jahre erwähnt. Tausend Jahre als besonderer Zeitrahmen, der hier tatsächlich einfach mit dieser ganzen rabbinischen Lehre zu diesem Bewusstsein des Shabbat-Jahrtausends geführt hat. Mit der Wiederkunft des königlichen Messias wie gesagt, hier der leidende Messias, hier der königliche Messias, ja, beginnt ein Zeitalter. Jesus ist jetzt für jedermann sichtbar, als Herr aller Herren, König aller Könige gekommen. Er hat die widergöttlichen Mächte besiegt, die sind beseitigt. Alle gegen ihn gerichtete Weltmächte, wie immer die heißen, ja, nur die eigentliche urkraft des bösen satan selbst ist noch nicht in den feuersee geworden sondern er ist nur gefesselt und in einem abgrund festgehalten und in diesem abgrund ist er für tausend jahre ausgeschaltet. das ist der biblische bericht. Ja? in sicheren gewahrsam gebracht. das heißt es ist eine zeit wo das böse beseitigt ist wo satan nicht die möglichkeit hat die menschheit für diesen zeitraum zu verführen und zu zerstören. Deine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Menschen, ist ihm genommen. Jesus herrscht als König, als Herr über die Erde. Ja, hier, wie auch immer, in diesem Millennium. Das heißt, was eigentlich Gott geplant hatte, ganz zu Anfang, zur Schöpfung, wo er Adam gegeben hat und gesagt hat: hier, Adam, herrsche über die Schöpfung. Adam hat es verloren. Das ist jetzt hier in dieser Phase wiederhergestellt in Christus. Das, was Adam verloren hat und was Jesus für uns wieder gewonnen hat, uns den Weg dazu frei gemacht hat, das ist jetzt für uns wieder äh, erreichbar. Die Ruhe Gottes, ja, der Schabbat Gottes. So, für diese ganz beschränkte Zeit wird also deutlich, was sich eigentlich der Herr gedacht hat mit der Herrschaft. Adams oder der Herrschaft des Menschen über diese Schöpfung. Und es ist so, dass die Bibel über 300 Mal uns sagt, dass der Messias auf die Erde zurückkommen wird. Also das ist wirklich etwas, was absolut bestätigt und bestätigt und bestätigt ist. Er kommt auf die Erde zurück, um hier sein Friedensreich aufzurichten. Und der Ort seiner Wiederkunft wird der Ölberg sein. Ja. Der Ölberg ist der Ort, wo er kommen wird. Und kannst du in Zacharia nachlesen? Und er wird in Zion seine Herrschaft aufrichten und wird seinen Thron dort haben und hier auf dieser Erde, nicht im Himmel, auf dieser Erde als Herrscher richten. Und seine Herrschaft gilt eben über die gesamte Menschheit. Für eine befristete Zeit. Zu der Zeit trägt er den Titel Sar Shalom, Friedefürst. Gut. Und dieses tausendjährige Reich hier ist die Erfüllung, wie gesagt, von einer großen Zahl von Prophetien und alttestamentlichen Prophetien. Ich lese nur eine einzige vor. Jesaja 2 ab Vers 2. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Das sind Aussagen. Und da gibt es eine Fülle von, die auf dieses tausendjährige Reich gedeutet werden. Also ganz viele solche Bibelstellen findest du in Jesaja. Also beispielsweise, ich lese das mal einfach so vor, in den Kapiteln 2, 4, 11, 12, 25, 33, 35, 52, 54, 50, 60, 61. In den Kapiteln geht es um das Thema. Insbesondere dann Kapitel 65 ab Vers 17. 76, 66 ab Vers 18, wo es Eben solche Aussagen dazu gibt. Micha 4, Vers 1 bis 5. Daniel, äh, kannst du das Kapitel 7 lesen? Ja, wo es um solche Sachen geht. Also, die Wiederkunft des Herrn irgendwann hier zu Beginn dieses tausendjährigen Reiches steht uns bevor. Und wie gesagt, Finger weg von Berechnungen. Ja? Okay, jetzt noch nochmal ein etwas anderer Gedanke, den ich hier reinbringen möchte, und das ist dieses Ding mit dem dritten Tag. Weißt du, ähm, mit dem dritten Tag, das ist interessant, da gibt es sogar ein Buch dafür, äh, das ist von Bruce Ellen, da geht es, ein ganz richtiges Buch, nur um dieses Geheimnis von dem dritten Tag. Was es mit diesem dritten Tag auf sich hat. Denn wenn das hier als Tage sind, ja, dann ist es natürlich so, von Jesus aus gerechnet ein tag zweiter tag und der dritte tag wäre ja dann das millennium. Ne? ein tag zwei tag der dritte tag des tausendjährigen reiches. und da geht man eben davon aus jesus ist ja ähm, zwei tage im grab gewesen und am morgen des dritten tages auferstanden triumphierend. und das wird eben so interpretiert das ist die wiederkunft des herrn. Ne? das passt hiermit dann auch wieder zusammen. Und ähm, genau, sozusagen nach 2000 Jahren Grabesruhe äh, gibt es dann den Auferstehungsmorgen. So wird das interpretiert. Aber es gibt eine sehr interessante Bibelstelle in Hosea, Hosea 6, die ist wirklich bemerkenswert. Da heißt es kommt und lasst uns zum Jaweh umkehren. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen er hat geschlagen er wird uns auch verbinden jetzt kommt's er wird uns nach zwei tagen neu beleben am dritten tag uns aufrichten dass wir vor seinem angesicht leben das ist vor allen dingen wenn du diese bibelstelle für das volk israel oder für die juden nimmst ist das eine sehr sehr bemerkenswerte aussage ja also nach zwei tagen neu beleben dass sie dann vor seinem Angesicht im dritten Tag leben. Das ist etwas, äh, was ich zumindest noch mal erwähnt haben wollte. Da gibt es ein ganzes Lehrkonstrukt über diesen dritten Tag, was der für eine Bedeutung hat. Außerdem ist es natürlich so, ähm, ja, äh, diese Bibelstelle, wie war die? Heiligt euch im ersten und zweiten Tag, denn am dritten Tag will der Herr Wunder tun oder so ähnlich. Ja, bei Mose ganz bemerkenswert auch in dem zusammenhang so nun ist es so dass die juden was von israel natürlich seit jeher den messias als könig als herrscher als befreier äh, erwarten und als jesus hier kam ich hatte es schon gesagt als messias sohn des joseph haben sie ihn zum größten teil eben nicht akzeptiert weil er kam eben nicht als Befreier. Er hat die Römer nicht aus dem Land gemacht. Er hat keine Revolte gemacht. Er hat keinen Aufstand gemacht, sondern er kam, um Menschen von was viel Wichtigerem zu befreien als von der römischen äh, Unterjochung da, nämlich von der Unterjochung des Feindes, der Sünde, des Todes, der äh, Verlorenheit. Er ist gekommen, um uns den Weg freizumachen. Er ist gekommen, um uns wieder mit Gott zu versöhnen, wie es bei Adam ursprünglich geplant äh, war, bevor er gefallen ist. Ja? Gut, das geschah hier. Und hier hat eben das Volk Israel ihn nicht akzeptiert. Und dann ist eben dieses Ding mit der Verstockung, über das Paulus spricht, geschehen, damit die heidnischen Nationen in dieser Zeit zum Herrn finden können. Gut. Und dann kommt der Herr wieder. Zum zweiten Mal als König. Irgendwann hier. Und das ist genau... Das, was die Juden erwarten. Und das ist genau das, was die Christen erwarten. Sie erwarten den wiederkommenden Herrn als den Messias ben David, den König, den Herrscher, der die Völker mit eiserner Rute schlägt, der Befreier. Ja, Das heißt, was das Volk Israel glaubt und was wir als Christen glauben, ist die Wiederkunft des gleichen Messias. Er kommt als König und Herr. Halleluja. Für uns Christen ist es das zweite Kommen des Herrn, für eben die Juden oder... Und Israel dann das Erste kommen. Jesus als siegreicher König. Halleluja. Bevor ich auf einen anderen Gedanken noch komme, möchte ich etwas sagen, was mir auf dem Herzen liegt bei der ganzen Thematik, was für uns vor als Deutsche ein Thema ist. Als Deutsche. Und das ist, vor etwa 80 Jahren gab es hier einen Haufen Leute, die haben das tausendjährige Reich verkündet. Das war aber ein echt falsches tausendjähriges reich das war bei den nazis die nazis waren eine zutiefst absolut satanische äh, agenda was die hatten absolut. es ist nicht schlechter denkbar ja was die geplant haben und die haben christliche werte genommen und für ihre satanische agenda gebraucht und da haben sie das wort vom tausendjährigen reich genommen für ihre Perfide äh, Politik. Das hat da zwar nur zwölf oder was weiß ich wie viele Jahre existiert, dieses tausendjährige Reich, aber sie haben dieses Wort verwendet. Ja? Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Hitler als äh, Messias, Führer, ja? der angehimmelt wurde, der schier angebetet wurde von den Leuten. Dann diese grausame Verwendung des Wortes Heil. Ne? Heil Hitler. Ja, ich, ich könnte kotzen, wenn ich sowas sage. Das Wort Heil ist wirklich zutiefst für uns als Christen eine Basiswahrheit. Heil auf Hebräisch heißt Yeshua. Ja, das ist für uns der Inbegriff. Ja, und weil die Vorväter das wussten, das Heil ist eine Person, haben sie den Begriff Heiland gebraucht. Ja, die Person des Heilandes. Und dann gab es diesen perfiden Hitler, der sich da als quasi Messias als Heiland hat feiern lassen. Und weißt du, was echt schlimm ist? Viele, 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 viele Christen sind hinterhergelaufen. Und viele, viele Christen haben etwas gemacht. Sie haben in einem komischen Kadavergehorsam für den Führer gebetet, für Weisheit gebetet, dass seine Agenda durchkommt und, 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 und. Ich weiß nicht, wie viele später Buße getan haben, aber es gab diese Gebetsaufrufe, ja, alle hinterher. Und wehe, wehe dem, der nicht für die Obrigkeit betet. Das ist ein ernstes Wort und das Ding ist gerade mal 80 Jahre her. Also, das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, weil nämlich dort in Deutschland, wo ein falscher Messias, ein falsches Heil und ein falsches tausendjähriges Reich uns schon hier serviert. Und wie gesagt... Unzählige Christen und noch mehr Namenschristen sind darauf hineingefallen. Das mal so als persönliche Kommentar von mir. Ähm, aber jetzt nochmal zum Schabbatjahrtausend. Weißt du, die Schöpfung geht ja nicht bis hier, sondern die geht bis zum Ende von diesen 7000 Jahren. Ja? Das ist die irdische Schöpfung gemäß diesem Verständnis. Die ist erst dann vorbei, wenn im Grunde genommen das Millennium zum Ende ist. Ne? Wenn das Schabbat zu Ende ist, fängt die neue Woche an. Erstmal muss er zu Ende kommen. So. Und jetzt ist das, was die Bibel uns berichtet in Offenbarung 20 ab Vers 7, extrem abstrus und beklemmend und äh, eigentümlich. Da heißt es nämlich, dass nach Ablauf dieser 7000 Jahre also am ende, nachdem tausend jahre friedensreich war, ja, der satan aus diesem abgrund wieder freigelassen wird. er wird freigelassen. und dann passiert etwas. ich kann es mir nicht erklären. ich kann es mir nicht vorstellen. es ist mysteriös. ich finde es unmöglich. es gelingt ihm satan. es gelingt ihm die menschheit wieder zum aufstand gegen gott zu verführen. ja, gegen den herrn anzustacheln die völker der erde in kürzester zeit erneut wieder zu verführen was ihm hier gelungen ist ganz 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 zu anfang gelingt ihm hier ganz am ende wieder ich finde das eine der stressigsten bibelstellen die ich überhaupt kenne extrem fürchterlich ja und äh, es kommt dann dazu ja dass es zu diesem gewaltigen aufstand äh, kommt zur letzten Erhebung der Menschen, ja, gegen den Herrn. Und man merkt, dass auch wenn hier Friedensreich war, auch wenn hier eine Neuordnung war, diese, äh, wie soll ich mal sagen, die innere Grundeinstellung, die Grunderneuerung des Menschen ist da offensichtlich noch nicht äh, gewesen, ja. Und man merkt, man merkt dann letztlich nach diesem riesigen Abfall hier, diese ganze Schöpfung, die Abfall am Anfang, Abfall am Ende hat. Ja, Diese ganze Schöpfung, diese 7000 Jahre, das ganze Ding ist verderbt. Das ganze Ding ist gefallen, ist verderbt, ist vorbei. Es muss etwas Neuem weichen. Und dann greift Gott ein. Er vernichtet endgültig alle Feinde. Satan und sein gesamtes Gefolge wird für alle Zeit in den Feuersee geworfen. Und dann, ja, am Ende der Weltzeit, wenn das alles rum ist, dann kommt das Gericht, ja. Dann kommt das endgültige Gericht in Offenbarung 20 Vers 11 wird vom weißen Thron gesprochen. Dann werden die Bücher des Himmels aufgeschlagen. Dann wird jeder einzelne Mensch gerichtet, wenn dieses Äon, diese Weltzeit vorbei ist, ja. Und gleichzeitig ist es so, dass in diesem Zeitrahmen hier, nachdem das hier vorbei ist, es zu etwas kommt, was auf einem neuen Level ist. Ich sag mal. Die Woche ist vorbei. Die nächste Woche fängt an auf einem höheren Level, ja. Und dieses höhere Level, diese andere Ebene, ist eben etwas Neues, etwas Göttliches, eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Diese irdische Erde, auf der wir hier sind, das ganze Ding hat gemäß diesem Lehrsystem einfach eine Dauer von diesen 7000 Jahren. Dann kommt was Neues: neuer Himmel, neue Erde, ja. Denn wie gesagt. Es gibt diverse Bibelstellen, die sagen, dass diese Erde zum Vergehen bestimmt ist, dass sie vor Gottes Angesicht fliehen wird, dass keine Städte gefunden wird und so weiter. So mit der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde beginnt für uns das, was wir als Christen als Ewigkeit bezeichnen. Ja, und dann ist es so, dass Gott eine Schöpfung hervorruft ohne jegliche Spuren von Vergänglichkeit, von Tod, von, von Sünde und so weiter, dann ist der Feind wirklich beseitigt. Dann ist wirklich die Ewigkeit, was wir so gemeinhin, was man so sagt, das ist der, der Himmel, ja, was eine sehr, sehr sonderbare Formulierung ist. Das ist die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, ja, das beginnt dann. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Das war fast wörtlich das Gleiche, was dieser Rabbi da zitiert hat. Und dann, das war Altes Testament, jetzt Neues Testament, Offenbarung 21.1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das hat Johannes gesehen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ähnliche Aussagen äh, zu diesem Thema, komplette Neuschaffung, ja, findest du auch in Jesaja 66, Vers 22, in 2. Petrus 3 ab Vers 10, Offenbarung 20, Vers 11, 2. Petrus 1, Vers 11, Offenbarung 22, 5 und, und, und. Also das ist durchaus ein Thema, was in der Bibel vorkommt. So, und was dann hier, nachdem dieses ganze Ding rum ist. Und ob das jetzt ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger ist, das ist dann wirklich unrelevant. Was hier passiert, wenn diese Erde, diese Schöpfung zum Ende kommt, ja, das ist viel, viel, viel mehr, als wir uns überhaupt erahnen können. Das ist etwas, was auf einem ganz anderen Level ist. Das ist das, was unser göttlicher Bräutigam Jesus für uns vorbereitet hat. Ja, die verherrlichte Braut, die Gemeinde der Heiligen, ohne Flecken und Runzeln. Aus den heidnischen Nationen und aus Israel. Zusammen ein Volk, eine Braut. ja? So, das kommt hervor. Und das ist es, Epheser 7, äh, 5, Vers 27, das ist es, wonach sich alle Schöpfung sehnt. Das ist das, worauf alle Kreatur wartet. Warum? Weil sie hier durch den Sündenfall in das Elend gekommen sind. Und hier, wenn Gott auf einem neuen Level etwas Neues schafft, eine neue, komplette Neustadt haben. Das ist der echte Riester des Herrn. Und so lesen wir in Offenbarung 21, Vers 5 und 6. Der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Alles neu. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Weißt du, was dann, dann passiert ist, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist, wenn das Gericht gehalten ist, wenn die Mächte der Finsternis beteiligt sind? Dann ist die Zeit gekommen für die himmlische Hochzeit. Halleluja. Und diejenigen, die hier in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in der Ernte gefunden werden, das sind die, die mit dem Herrn dann wirklich dort in, in diesem himmlischen Hochzeitsfest zusammen sein werden. All die Menschen über all diese Zeiten, ja, die äh, ja, vom Herrn herausgerufen worden sind, die er haben möchte. All die Menschen, die Jesus Christus ihren Herrn und Retter angenommen haben, all diejenigen, die zur wunderbaren Braut gehören. Und das soll für uns gelten. Und es gibt noch Millionen und Millionen und Millionen Menschen in Europa. Und auch in unseren deutschsprachigen Ländern, die gehören dazu, die werden die Ewigkeit beim Herrn verbringen. Die gehören zu seiner Braut. Die wissen es zum Teil noch gar nicht mal. Vielleicht sind es Verwandte von dir, für die du schon lange betest. Vielleicht sind es deine Freunde, deine äh, Kinder, ja, irgendwelche Menschen, Nachbarn um dich herum. Bleib dran im Gebet. Wir befinden uns in einer hochspannenden Phase. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Ich sage keine Zahl, aber wir befinden uns auf jeden Fall in einem Zeitfenster, wo was passiert. Und wir müssen die Zeit auskaufen, wir müssen die Ernte einbringen, wir müssen dafür sorgen, dass der Herr, wenn er wiederkommt, und das wird nicht mehr lange dauern, bereit sind, in der Ernte gefunden sind, als Jungfrauen Öl in unseren Lampen haben und nicht rumschlafen, sondern aktiv sind. Und das soll für dich und für mich gelten. Amen. Amen. Das war ja echt der Hammer. Und was ich ja dachte ist, guck mal, du und ich, wir sind vielleicht hier. <laughs> ja? Und wir haben gelesen und gehört heute von dieser ganzen Zeit hier, von dieser Zeitlinie. Und der Herr hat alles im Griff. Er sieht dich und mich. El Roy, der Herr, der dich sieht. Und wir werden mit ihm hier reingehen. Schon hier und schon jetzt. Und wir wissen, all diese Menschen sind mit uns in irgendeiner Weise verbunden, weil sie mit Gott verbunden sind. Die Wolke der Zeugen. Die Wolke der Zeugen, die hätten wir eigentlich oben fett drüber malen müssen. Und die Wolke der Zeugen, die feuern uns an und die sagen: Lauf schneller, lass dich nicht abhalten, dass du ringst, dass du kämpfst, dass du läufst, dass du für die Dinge des Herrn stehst. Und ich dachte, Restart, also dieser Neustart, ist ein viel besseres Wort als Reset oder yeah. dieses äh, irgendwie Abstruse. Der Herr macht einen Neustart. Und äh, wie wir, jeder von uns, wissen, dass der Herr mit uns persönlich einen Neustart im Leben begonnen hat. Yeah. So wird er das bis zum Ende bringen. Halleluja. Herr, wir danken dir, wir danken dir, dass du den ganzen Zeitstrahl im Blick hast. Amen. Wir danken dir, dass deine Augen über die ganze Erde laufen, um sich treu an denen zu erweisen, deren Herz ungeteilt ja. auf dich ausgerichtet ist. Amen. Wir danken dir, dass du niemanden übersiehst. Niemanden, der in Einsamkeit ist, niemanden, der in Finsternis ist, niemanden, der jetzt noch nicht im Licht ist. Du weißt, wer im Tal der Entscheidung steht. Und du wirst uns ausrüsten, du wirst uns vorbereiten, dass wir Menschen sind, die ebenfalls im Tal der Entscheidung als Erntearbeiter sind und gefunden werden als die, die andere mit rausziehen. Dass sie Leben haben in Ewigkeit, dass wir ihnen sagen können, der das Leben bringt, der das Leben selber ist, der das Licht ist, der Weg, die Halleluja. Wahrheit. Und das und das Leben. Leben. Amen. Das Amen. Herr, wir danken Oder dir dafür, dass du uns das gewaltige Vorrecht gibst, wirklich in diesem Zeitfenster leben zu dürfen. Ich glaube, dass es in dieser Wolke von Zeugen Leute gibt, die äh, ich sag mal so, die an der Reling hängen und gucken, wie wir laufen, gucken, was wir machen, gucken, wie wir vorwärts gehen, gucken. Ja ob wir für den Herrn der Herren aktiv sind, was unser Herzschlag ist. Ja, und da wollen wir wirklich dabei sein. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, in dieser Zeitphase sein zu dürfen. Ja, in einer Phase, wo wir im Grunde genommen innerhalb von wenigen Monaten, Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, damit rechnen können, dass du wiederkommst dass du wiederkommst, deine Herrschaft aufrichtest ja, und das Gewaltiges passiert. Und das erklärt uns auch, warum auf der ganzen Welt momentan solche wahnsinnigen Machenschaften des Bösen allüberall zu sehen sind, weil der Feind das, was du geplant hast, mit okay. aller Kraft zu verhindern versucht. Yeah. Right. Es wird yes. scheitern. Yes. 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 Es wird scheitern. Seine Agenda, sein Reset wird nicht durchgehen, sondern es kommt yes. zu diesem gewaltigen Neustart, Neustart yeah. des Herrn im Namen Jesus yes. Christus. Und deshalb ist es so wichtig, yes. dass wir wir, jeder Einzelne, Oder den Lauf laufen, schön. vorsichtig sind, vorangehen, yes. auf dich schauen, unser Herz nach dir ausrichten und wirklich das Evangelium weitergeben. Yes. Herr, wir wollen wirklich, wirklich, wirklich diese Jungfrauen sein, die Öl dabei haben. Das ist ein yes. Bild für den Heiligen Geist. Ja, dass wir nicht inaktiv sind, dass wir nicht so blubberig sind oder das irgendwie so äh, schleifen lassen, sondern dass wir oder dabei sind und sagen, der Herr kommt, der Herr kommt. Wir wollen aktiv yes. sein, wir wollen dran sein. Wir, ja. wir lassen uns von ihm treiben, oder dem Heiligen Geist, welcher der Geist ja. Gottes treibt, diesen Gotteskinder. Wir sind dabei. Wir, wir gehen nicht irgendwie zurück, sondern wir lassen uns vom Herrn wirklich gebrauchen. In dieser Phase, diesen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, vielleicht auch nicht, ja, in dieses gewaltigen, gewaltigen, gewaltigen Zeitfenster sind, dass wir jetzt hineingekommen sind. Herr, wir erleben eine Zeit, die so unvorstellbar war. Noch vor, vor zwei Jahren hätte sich das kein Mensch vorstellen können, was weltweit passiert. Wie viel mehr können wir, wenn wir das Wort Gottes nehmen, die Verheißung der Bibel nehmen, dass du wiederkommst und dass du dein Reich aufrichtest, davon ausgehen, dass das hervorkommt. Wir wollen Leute sein, die glauben, die dem Wort glauben und die sagen ja. Wir gehen da hinein. Und es ist vollkommen unabhängig, ob wir an diesen Zeitstrahl denken oder nicht. Eins ist wichtig, du kommst wieder Amen. und deine Wiederkunft steht bevor. Ja. Und wir wollen bereit sein. Herr, das ist mein Anliegen, dass jeder von uns bereit ist, ja. dir zu begegnen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und wir segnen jeden Einzelnen, der hier dabei ist oder diese Sendung sieht. Und wir sprechen aus, dass der Herr dein Herz wirklich berührt, bewegt, dahin bringt, dass er sagt, ja, ich will ein Arbeiter sein in der Ernte, ich will eine Jungfrau sein, die Öl hat, ja, und ich bin dabei. Ich lasse mich nicht abhalten, nicht von Nachrichten, nicht von Medien, nicht von irgendwelchen Käse, nicht von eingeschlafen sein, nicht von äh, irgendwelchen Political Correctness oder was auch immer, sondern ich strecke mich aus nach dem, was der Herr hat. Und ich gehe hinein in das, was er für mich hat. Und dafür segne ich dich. Ich segne dich mit dieser Entschlossenheit. Ich segne dich mit dieser Hingabe an den Herrn. Ich segne dich mit der ersten yes. Liebe zum Herrn, die so, so wichtig ist in dieser Zeit. Halleluja. Kurabo yes. Mashai. Amen. Amen. Sehr interessant. Ja, ein bisschen mächtig. Viel gelernt. Halleluja. Einiges zu verdauen. Ja. Wir hoffen, nein, wir beten, dass das eigentlich Wichtige von dem ganzen Ding bei dir durchkommt. Das ist wirklich dieses Bewusstsein: wir leben in besonderen Zeiten, ja. der Herr kommt, es gibt einen Job zu tun und es ist ein Vorrecht, ein Vorrecht in dieser Zeit leben zu dürfen und es ist ein Vorrecht, auf der Nordhalbkugel leben zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, da leben zu dürfen, wo diese Erweckungstsunami noch hinkommt. Denn wie gesagt, auf der Südhalbkugel hat er schon viele, viele, viele Länder überflutet. Ja. Aber der Herr hat verheißen, er kommt auch zu uns. Genau. Halleluja. Was für ein Geschenk. Ja. Und bis dahin, sei reich gesegnet. Shalom. Shalom.